und schön, dass du auf unserem Kanal gelandet bist. Und vielleicht geht es dir irgendwie genauso wie mir damals, wo man dann doch irgendwie vor dem Problem stand, wie wechsle ich mal ganz schnell den Propeller. Und ja, das möchte ich dir jetzt einfach mal zeigen. Und es ist absolut easy. Das ist jetzt hier die DJI Mavic Pro Platinum. Und das ist aber egal, ob das nun die Spark, Mavic Air, Zoom, Mavic 2, also das ist immer der gleiche Verschluss und ist eine Art Bajonettverschluss und dadurch geht es unheimlich schnell und auch ganz einfach. Und trotz alledem muss man auf eine Kleinigkeit achten, das sind halt einfach diese Farbmarkierungen. Das sieht man hier einmal und ich nehme den kurz ab. Der hat zum Beispiel hier keine. Und genauso ist es bei den Rotorenblättern. Hier ist es ohne Farbe mit. Und da spielt auch keine Rolle, ob die jetzt Silber sind oder Gold. Das sind jetzt hier alles diese Low Noise Propeller, also die leisen. Aber das ist halt alles simultan. Also das spielt keine Rolle, welches Modell es ist. Die haben immer diesen Bajonettverschluss. Und jetzt ist ja hier dieses farbige, also der Kreis. Und hier ist es auch farbig. Und dann sind hier wie so eine Art drei Zacken und hier sind auch drei Zacken, da setzt man das erstmal auf und jetzt drückt man das runter, also einfach runterdrücken und beim gedrückt halten in die eine Richtung schieben, also ich kann ihn jetzt schon wieder loslassen und schiebe einfach und drehe weiter und dann macht es klack. Und er ist fest. Und genauso auch beim Abnehmen. Runterdrücken. Drehen. Und da ist er wieder. Ich setze ihn nochmal auf. Runterdrücken. Und man hört es immer. Und da es ja ein Quadcopter ist, ist es bei dem anderen hier ohne genauso. Aber halt in die andere Richtung drehen. Weil die müssen ja entgegengesetzt drehen, sonst würde er irgendwie nur in eine Richtung wegfliegen und dann würden wir ihn auch nicht mehr wiedersehen. Und hier ist genauso. Klack. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Herrlichkeit. Also mehr ist da gar nicht zu tun. Ja, also wie du gesehen hast, das geht innerhalb von Sekunden, so ein Rotorblatt zu wechseln. Ist also keine Hexenkunst und falls sonst noch irgendwelche Fragen sind, einfach unten in die Kommentare reinmachen. Ich hoffe, das Video hat dir irgendwie geholfen. Falls ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ja, falls irgendwelche Videowünsche sind, auch einfach in den Kommentaren. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal.